Was geht ab, meine Z-Fighter außer dir? Und willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Legends Video. Wir werden gleich summonen, denn es gibt ein neues Update. Wir befinden uns nun auf der Version 1.14.0. Wir schauen uns gleich alle Informationen an, ganz kurz, die reinkamen. Summonen dann beim neuen Legends Rising Banner mit unserem Boy Super Saiyan 2 Gohan, auf dem ich echt gespannt. Was kam denn neu hinzu zum Update selbst? Wir haben, wie gesagt, 1.14.0. Es gab ein paar Userface Änderungen, Anpassungen. Kapitel 4, Hauptstory Teil 2, Kapitel 4 auf Normal kam hinzu. Steht ja hier dran, wie ihr das Ganze seht. Ansonsten könnt ihr mir gerne abchecken, was so hinzukam. Es sind kleine Anpassungen, wie zum Beispiel, dass die Ein-Aus-Einstellung für den Auto-Button auf jeden Fall direkt gesetzt ist und gespeichert ist, wenn ihr reingeht, etc. Es gab Fehlerbehebungen und so weiter und so fort. Was doch nennenswert ist hier an der Stelle: Es gibt Neuerungen an den täglichen Missionen. Aus den täglichen Missionen könnt ihr, also wurde die Anzahl an Kristallen, die man bekommt, auf 30 erhöht. Normalerweise hat man 20 bekommen, jetzt bekommt man 30, wenn man die tägliche Mission macht. Und zusätzlich bekommen wir aus den täglichen Missionen auch immer daily ein Ticket für das Master Pack 1 Beschwörungsbanner. Heißt, ihr könnt jeden Tag daily ein Free Summon daraus holen im Master Pack Banner durch den Ticket. Heißt, an der Stelle empfehle ich euch auch, wie sonst immer, macht auf jeden Fall eure Daily Mission. Wurden ein paar Sachen geändert, sind ein bisschen angenehmer geworden auf jeden Fall. Finde ich eine gute Änderung, eine coole Änderung an der Stelle. Bekommen wir ein bisschen mehr. Ansonsten gibt es abwechselnde neue Bonuskämpfe. Unter anderem kann man jetzt daily die Orbs sammeln. Ist wirklich ähnlich, wenn ich das so fassen darf, wie so in Dokkan mit den Orb Stages. Die wechseln sich auch täglich ab. Die werden, und heute ist zum Beispiel, heute haben wir Mittwoch, heute ist Int online. Falls das die Rotation ist, dass dann morgen grüne Orbs online sind, am Freitag blaue Orbs, dann ist es quasi die Rotation von oben nach unten, heißt Montag fängt rot an, gelb etc. Das müssen wir mal beobachten, die Tage, und dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Finde ich cool, können wir jetzt Orbs sammeln daily, ähnlich wie in Dokkan mit den Orb Stages. Was kam noch hinzu? Sammelt Siegkräfte und Charaktere, genau, abwechselnd tun sich auch jetzt so gewisse ältere Story-Events, die tun sich immer, ja, im Nachhinein dann täglich, nicht täglich, sondern nach ein paar Tagen abwechseln, kommen immer mal wieder online, finde ich gut, vor allem auch wegen den Ausrüstungen etc. Was ist das für eine Ausrüstung? Der Name davon, vom Golden Goku. Alles klar, Family Friendly zerstört ja an der Stelle. Anyway, wir werden gleich summonen im Legends Rising Banner von Super Saiyan 2 Gohan. Nicht nur in seinem Banner, nämlich wir haben auch quasi andere Banner online. Beziehungsweise haben wir hier auch ein paar Tickets bekommen, beziehungsweise noch Tickets übrig aus dem Cell Banner. Das gucken wir uns das Ganze mal an. Aber bevor wir hier reinhoppen, wie gesagt, machen wir mal das Ganze. Wir gucken uns gleich das Banner näher an von Gohan. Und zwar haben wir immer Tickets bekommen, im Endeffekt waren ja, man konnte über 14 Tage Tickets für das Cell-Banner sparen. Nicht sparen, sondern erfarmen, um es besser zu sagen. Ich habe einen verpasst, deswegen habe ich hier drei übrig. Und mit den übrigen könnt ihr jetzt je ein Single-Sum raushauen. Das sind nicht dreimal garantiert ein Sparking-Unit. Nee, das waren nur fünf, waren garantiert einer. Aber ihr könnt die Restchen, den Überschuss, den ihr noch übrig habt, ab heute quasi als Single-Sum raushauen. Das machen wir einfach mal in Cell-Banner. Dann haben wir noch auf jeden Fall ein paar Dailies hier und dort. Die hauen wir auf jeden Fall mal raus und bewegen uns dann langsam auf den Gohan-Banner hinzu. Gohan-Banner haben wir 2000 Kristalle, ein bisschen mehr als 2000 Kristalle. Bin ich gespannt, ob da was abgeht mit seinen Multis. Aber ansonsten haben wir auch, wie gesagt, ein Single da, ein Single hier, ein paar Tickets hier bei den momentanen Bannern. Hier finde ich sehr cool. Also Legends kam auch neue Missionen rein etc. Könnt ihr mal gerne abchecken zu dem Raditz-Event zum Beispiel. Ist echt Free-to-Play-freundlich, muss ich ehrlich sagen. Immer wenn neue Events rauskommen, neue Banner rauskommen, wenn die neue Season anfängt, bekommt man echt gute Orbs. Diese 2000 Kristalle hier habe ich mir vorhin erfarmt, beziehungsweise über den Mittag, damit ich das Video hier raushauen kann, noch heute auf jeden Fall da noch sammeln kann. Deswegen ist auf jeden Fall echt solide hier an der Stelle. Wir werden mit dem Masterpack-Tickets, mit einem davon, unseren Group-Sum machen gleich demnächst. Also macht ihr auf jeden Fall bereit, wenn ihr den Group-Sum da habt. Okay, hier leider kam leider nur dreimal Hero was, glaube ich, aus den Cell-Tickets. Anyway, war free an der Stelle. Wir nehmen alles an heute. Kommen dann am Ende zu Gohan. Aber wie gesagt, bevor wir da reingehen, machen wir mal hier die Dailies raus. Die 20 Tickets, nicht Tickets, 20 Stones. Daily haben wir immer noch hier an der Stelle. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, Freunde, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ihr kennt die Standardfloskeln. Falls ihr neu seid, drückt auf jeden Fall das Abo. Warten für euch! Sparkling! Cell! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was? Oh mein Gott! Die Standardfloskeln, Freunde! Wenn euch das Ganze gefällt, für euch, Hashtag OZFighter! Dann drückt auf den Abo-Button, Mann. Das war ja wieder mal so ein Call. So mehr oder weniger ein Call, Alter. Das ist gerade so in den Floskeln kam. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und diese Animation ist richtig geil. Schaut euch das an. Das war geil. Das war geil. Ich hatte ihn nicht. Aus dem Daily kam er. Hier natürlich ein Danke an meine OZ-Fighter, ne? Gerade wollte ich sagen mit den OZ-Fightern, da kommt unser Boy Cell.
Unglaublich. Unglaublich, Freunde. Unglaublich, was abgeht. By the way, unglaublich. Die nächsten Tage auf Global werden auch unglaublich. In meinem Video habe ich gesagt, dass morgen, dass wir uns geeinigt haben, dass am 13. September eigentlich LR Goku und Freezer kommen sollte. Könnte aber, ich wollte sagen, 13. spätestens der 14. sein. Und deswegen nicht, dass sie da, also wirklich spätestens 14. Es kann auch am 14. kommen. Wir haben da keine konkreten Nutzerinnen zu LR Goku und Freezer. Nur die Leaker, die haben letztens gemeint, oder die über die ganzen paar Wochen, Tage, dass es quasi am 13.9. vonhanden gehen soll. Vor allem, weil Boss Rush 6 um 7 Uhr kommt. Aber kann dennoch spätestens der 14. sein, weil heute wurden sie auch auf JP-Twitter angekündigt. Und normalerweise hat man da immer so zwei Tage Unterschied. Deswegen, Freunde, ihr wisst Bescheid, LR Goku und Freezer frühestens morgen, spätestens 14. September. Und jetzt hauen wir mal unseren Group-Sum raus mit dem Ticket hier. Holt euer Ticket, holt irgendwas, wo ihr summen könnt. Dann machen wir einen Group-Sum und... Da, das mit Cell war gerade insane. Das mit Cell war gerade übertrieben geil. Ich check gerade ab, ob auch alles läuft, ob wir alles richtig haben. Haben wir, Freunde. Beim Group Summon, ihr wisst, wie das Ganze läuft. Irgendein Game eurer Wahl, egal wo, holt eure Stones Tickets, egal irgendwas, wo ihr summen könnt. Hashtag 1 Sing Summon, an der Stelle hauen wir raus. Ich wünsche euch jetzt schon mal sehr viel Glück. Ich sehe runter und dann sendet mir natürlich eure Puls entweder auf Twitter, Discord, Instagram oder in den Kommentaren. Ich werde mir alles ansehen. 3, 2, 1, go! Bei mir kommen wahrscheinlich... Es sei denn, wir bekommen wieder Baits, also der Bait von vorhin war geil, aber wenn nicht, dann sollte das nicht... Ja, okay, wir müssen es wahrscheinlich mit einem Hero-Charakter ausgeben, ich hoffe, ihr hattet mehr Glück an der Stelle. Lasst mich wissen, was ihr gepullt habt. Und dann bewegen wir uns schon langsam auf unserem Boy Gohan hinzu, haben hier noch ein Daily hier und dann gehen wir rüber zu Gohan. Im Gohan sein Banner sind gefeatured, Super Saiyan 2 Gohan, Super Saiyan 2 Gohan, by the way, hat den Super Saiyan 2 Tag. Er hat keinen Super Saiyan Tag. Okay, er hat keinen Super Saiyan Tag, obwohl... Also man würde annehmen, er ist die Super Saiyan 2, also ist eigentlich ein Super Saiyan. Nee, aber da sind sie wirklich genau auf Legends. Er hat nur den Super Saiyan 2 Tag, keinen Super Saiyan Tag. Halt zum Beispiel Super Vegeta gibt ihm nicht den Boost. Ansonsten sehen wir, ja, The Legend of Broly. Broly Returns, bin gespannt. Das ist der 1:1 Gegner von Goku, von Broly. Das ist der, der gegen Broly kämpft hat, die Animation auch, die Ulti auch. Broly's back, wenn wir Broly ziehen, das wär's. Ansonsten haben wir Talis, über Talis würde ich mich auch freuen, warum nicht. Und wir haben einen neuen Roshi, Master Roshi, was geht ab? Der ist ja gar nicht mal so schlecht. Wir haben Extreme Pan und die soll angeblich besser als Sparking Pan. Also viele Extreme-Charaktere oder einige Extreme-Charaktere sind wirklich sehr gut, sollte man nicht unterschätzen. Vor allem der Extreme Goku, der ist auch solide, der ist besser als der Gedama Goku Sparking. Wenn man nicht glauben, aber ist tatsächlich so. Ansonsten haben wir noch, glaube ich, wenn mich alles täuscht, Vegeta im Banner, richtig. Vegeta könnte ich mal Nein sagen heute ausnahmsweise, weil von dem Int Vegeta habe ich sehr, sehr viele. Freunde, wir machen mit dem Daily Sum, wir legen mit dem Daily Sum erstmal los, hauen dann die zwei Mutis raus und gucken, was uns erwartet in dem Super Saiyan 2 Gohan Banner. Super Saiyan 2 Gohan ist vom, ich sag, hab gerade die ganze Zeit wahrscheinlich Int gesagt, aber von Lila-Typus. Und er ist ein Schlagangriffstyp und man sollte ihn nicht unterschätzen, der ist echt solide. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann wird er nach und nach stärker, beziehungsweise, ja, je mehr Gegner, oder nicht Gegner, je mehr Verbündete down sind, desto höher wird sein Angriffsboost etc. Wir können mal gleich näher reinschauen, dass ich euch keinen Käse erzähle. Mit dem Daily Sing fangen wir an mit G's. Okay, wir haben gleich zwei Multis. Gucken wir mal ganz kurz rein, was unser Boy Gohan drauf hat denn genau. Und zwar hat er zum einen wirklich hohen Schlagangriff. 60.000 und Fernangriff ist auch nicht schlecht. 50.000 auf der sollte Siegfähigkeit 3 sein, richtig. Was für Sterne jetzt zeigen die den Charakter hier immer? Auf 5 Sterne. Okay, alles klar, wir wissen Bescheid. Anyway, und zwar Fähigkeit hier, Siegfähigkeit gibt den Halbsaiyans Basisschlagangriff 26% ab. Seine Hauptfähigkeit ist, als nächstes zieht er die Ulti Drachenflug. Drachenflug, schauen wir uns gleich an, was das macht. Am besten gucken wir mal ganz kurz rüber. Drachenflug hier an der Stelle macht enormen Schockschaden und tut die Lebensregeneration des Gegners um 100% senken. 100% Lebensregeneration down, okay, für 15 Sekunden. Entfesselung ist also seine Superattacke, macht Attributsabzüge und schaut inaktiv. Alright, also du kannst sie nicht debuffen. Superkamera, ja, macht ja auch an der Stelle enormen Schockschaden und... Gegner hält Attributsabzug, erhält einen Schockschaden minus 10% ab. Down, nicht up, down. Debuff. Erwachende Kraft hier für jeden, das habe ich gemeint, für jeden Verbündeten, der bei Kampfeintritt kampfunfähig ist. Jeder, der down ist, wenn Gohan reinkommt, bekommt der eigene Schlagschaden um 15% ab. Und für jeden Gegner, der bei Kampfeintritt unfähig ist, Geschwindigkeit der eigenen Regeneration hoch. Okay, also je mehr Gegner verrecken, je mehr eigene Verbündete down sind, desto höher wird seine Regeneration und sein Schlagschaden. Maximum ist hier 50% Ki-Regeneration. Also finde ich nicht schlecht. Und 15% ab natürlich, also Verbündete, also maximal dann 30 an der Stelle. Und dann haben wir noch die zweite Ability an der Stelle. Und zwar, wenn wir 50% oder mehr HP haben, Gohan selbst, macht er 10% mehr Schaden für 20 Sekunden. Hat er 50 oder weniger, macht er 50% mehr Schaden. Tritt einmal auf, okay, gar nicht mal so schlecht. Und Kakarotte könnt ihr an der Stelle auch abchecken, gar nicht mal so schlecht. Er ist auch direkt ein Konter gegen Broly. Und zwar war das hier?
Nee, was war das? Hey, Schlag des Zorns wahrscheinlich, genau. Seine Hauptfähigkeit gegen Charakter Broly hat er Spezialangriffsschaden 30% ab. Ja, aber finde ich gut getroffen, weil das ist ja der gegen Broly 1v1. Ansonsten hauen wir mal die zwei Multisummen raus, Freunde. Die letzten Summon für das heutige Video. Dass wir Sparken Seller gezogen haben. Insane. Das war krank. Ich glaube selber noch nicht, um ehrlich zu sein. Hier haben wir drei Pots, hat ein bisschen lang geladen. Schauen wir mal, wir bleiben in Baseform. Okay, muss noch nichts heißen. Kann etwas heißen? Ah, wird wahrscheinlich neutraler Clash, oder? Okay, okay. Ja, wahrscheinlich wird hier nichts Atemberaubendes passieren. Ja, nein, danke. Okay, wir werden fett. Wir kriegen auf die... Ey, der neue... Halt, ich hab den gerade weggeklickt, weil ich dachte, da kommt eh nur Hero. War der neue Mutenroshi. Mutenroshi. Ja, der Extreme Mutenroshi soll auch gut sein, auf jeden Fall. Ich habe ihn nicht ganz abgecheckt. Ach so, das war der Hero, jetzt der Extreme, von dem habe ich gesprochen. Ja, stimmt, der neue Hero Mutenroshi kam, neue Extreme Mutenroshi kam und ein Hero Pan. Und ein Dead Multi hier für uns. Okay. Naja, wir hatten ja nicht so viele Kristalle. Aber, im letzten Multi, ein Sparking-Charakter im letzten Multi wäre schön. Wäre legit schön. Einfach nur einer. Egal wer. Einfach nur einer. Bitte, Dragon Ball Legends, Dankeschön. Vor allem im letzten Multi sind wir hier, bewegen wir uns hier. Und ja, von dem Cell. Ich rede gerade die ganze Zeit vom Cell, aber wir konzentrieren uns mal hier auf den Summon. Drei Pots wieder, geben wir wenigstens Super Saiyan. Es tut weh. Okay. Es tut weh für Freezer. Es tut weh für Freezer. Hatte ich zum ersten Mal. Instant irgendwas. Instant Teleportation. Instant Transmission. Oh, Instant Transmission kam mehr. Ihr wisst, was es heißt. Ich weiß, was es heißt. Das musste gerade die Spark-Animation sein. Weil so wie den weggebombt haben, hat nicht zum ersten Mal. Hat nicht zum ersten Mal. Welcher Spark-Charakter wird es sein? Einer muss es sein, hoffentlich. Instant Transmission gleich Spark-Charakter. Bin ich mir ziemlich sicher. GG. Auf Dokkan ziehen wir Thales nicht. Auf Legends kommt er. Ja, ich habe gesagt, egal welcher Spark-Charakter. Ja, es war mir echt... Eigentlich egal, aber insgeheim wollte ich natürlich einen der neuen. Egal, wir haben ja schon unser Boy Thales. Thales bringt auf Forster. Er kommt auf Dokkan nicht, kommt aber hier. Was soll's. Dann tröstet er mich halt auf Legends. Freunde, anyway, so viel zu dem heutigen Video. So viel zu den neuen Sachen, die reinkamen auf Dragon Ball Legends. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ja, gebt den ganzen Like. Das mit Cell war insane. Nochmal danke an die OZ-Fighter hier an der Stelle. Bevor ich mich allzu verplappere, machen wir Schluss. Ich wünsche auf jeden Fall noch sehr viel Spaß bei denen, die für Guanesam werden. Wahrscheinlich kommen wir noch back. Wahrscheinlich, gucken wir mal. Aber bis dahin, Freunde, wie gesagt, wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done.